Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ich wollte euch mal meinen neuen Arbeitsplatz vorstellen, den ich mir jetzt umgebaut habe vor ein paar Tagen. Und ich wurde da inspiriert vom Dr. Greger, der die Internetseite nutritionfacts.org betreibt und auch einen YouTube-Kanal hat. Und der gibt seine Interviews, seine Skype-Interviews immer, während er auf einem Laufband läuft. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich das vielleicht auch machen? Habe da ein bisschen rumprobiert und wir hatten ja noch ein Laufband im Haus und habe damit jetzt mir das hier gebaut. Ich muss mal das Display umdrehen. Genau, hier ist jetzt ein Laufband. Das läuft jetzt immer so zwischen 2 und 4 km/h, manchmal auch mit 6 km/h. Das kann ich mir ja einstellen. Das sind jetzt hier, genau, rechts oben sieht man es, 2 km/h. Und das lasse ich jetzt immer laufen und meistens sind so 4, manchmal auch nur 2 und kann dann währenddessen hier YouTube-Videos schauen und vor allem eure Kommentare beantworten, bei Facebook auch Kommentare beantworten. Ich habe halt 2 Arbeitsplätze. Der eine ist dieser hier, weil ich kann nicht alles nur im Laufband machen, das würde nicht funktionieren. Ich habe ja auch mal Gäste, die mal zugucken wollen, was ich da so mache. Und besser wäre es natürlich, hier oben den großen iMac hinzustellen, weil es ein bisschen zu schräg ist, hier drauf zu gucken die ganze Zeit beim auf den Laufband gehen. Das ist nicht so gut für den Nacken. Das haben auch schon ein paar Leute bei einem Foto bei Facebook und Instagram bemerkt. Das merke ich auch, aber ich kann es nicht dauernd umbauen. Irgendwann mal kaufe ich mir, der ist nämlich jetzt schon 5 Jahre alt, der iMac hier. Nächstes Jahr kaufe ich mir einen neuen, dann kommt der darüber und hier kommt der neue hin. Und dann kann ich hier dann sehr gut auch währenddessen laufen. Ich kann hier mal drauf gehen, damit ihr merkt, das ist jetzt relativ langsam. Also ich mache jetzt, lass mal 2 km/h. Und ich habe das jetzt in der Hand, da seht ihr auch, wie sich das hier quasi bewegt. Und ich kann hier währenddessen sehr, sehr gut das hier noch bedienen, kann auch was tippen. Vielleicht nichts so kompliziertes, aber es funktioniert ziemlich gut. Ich habe mir jetzt noch dazu, das wollte ich euch auch nochmal zeigen, weil ich das öfters ausschalte, das Laufband. Ich möchte natürlich ganz gerne wissen, wie viele Schritte ich gelaufen bin, wie viele Kilometer. Und dazu habe ich immer noch, den habe ich schon längere Zeit, so einen Schrittzähler, der zeigt die Schritte an, die Kilometer, die Kalorien, die Gramm Fett, die man verbrannt hat und die Uhrzeit. Ja? Und der ist ziemlich genau, ich habe den hier immer in meiner Tasche drin und der ist ziemlich gut. Was ich jetzt gerade teste, ist so ein von Garmin, das nennt sich VivoFit, glaube ich. Und das ist auch ein Schrittzähler, der ist am Handgelenk und ersetzt quasi eine Uhr. Und da kann man auch ein Set kaufen mit diesem Pulsmessgurt. Also das ist dann kompatibel und misst das. Der einzige Nachteil, und das kann auch ein Grund sein, warum ich ihn vielleicht doch zurückschicken werde, ist, wenn ich die Hand hier hinlege, was ich ja mache oft beim Tippen, dann misst er nicht mehr. Ja? Also er misst total gut. Wenn ich hier laufe, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Der hängt dann natürlich manchmal und springt dann erst nach 10 Stück dann ungefähr wieder um. Vorführeffekt, ja, aber es funktioniert sonst sehr gut. Aber wenn ich ihn hier hinlege, dann zählt er halt nicht. Und das ist natürlich doof. Da müsste ich ihn mir halt in die Tasche stecken und ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde. Der ist sogar wasserdicht bis 50 Meter. Aber ja, vielleicht bleibe ich doch bei dem, den ich hier in der Tasche habe. Warum mache ich das Ganze? Aus dem Grund, weil ich mich immer noch zu wenig bewege. Ich bin halt so ein Schreibtischtäter. Es ist halt einfach so, ich arbeite ja auch sogar von zu Hause aus. Ich bin hier im Souterrain, also im Keller von diesem Haus. Und ich gehe dann, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ich gehe die Treppe runter und arbeite hier, laufe zwar relativ oft hoch und runter, um mir Wasser zu holen oder auch was zu essen zu holen oder so, aber gegenüber jemandem, der jetzt irgendwie zu Fuß zur Arbeit läuft oder mit dem Fahrrad fährt, habe ich dann immer noch relativ wenig Bewegung. Und wenn man sehr viel zu tun hat, ist es sehr schwierig, diese Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und ich sage euch eins, wenn ihr hier bei 2 bis 4 km/h so, ja, an dem Arbeitsplatz werde ich hier so, ich schätze mal so 2-3 Stunden am Tag bin ich hier schon dran, um mal was zu machen, dann habe ich schon ordentlich was gelaufen. Ja. Gestern hatte ich, glaube ich, 13 Kilometer bin ich gelaufen und hatte 18.000 Schritte. Das war schon ganz gut. Dafür, dass ich sonst immer nur so 5.000 hatte, wenn ich mich hier im Haus bewegt hatte oder auch mal draußen war. Jetzt wird es halt auch dunkler und kälter und ich bin froh, dass ich mir das jetzt eingerichtet habe. Und ja, ich kann euch nur ermutigen, euch vielleicht, wenn ihr Platz habt, auch sowas zu bauen. Diesen Tisch hatte ich noch von Ikea, da stand vorher das Notebook auch drauf. Ich habe das jetzt einfach hochgebaut
und habe das Laufband von unten hochgenommen. Was auch gehen wird, ist ja jetzt ein elektrisches Laufband. Es gibt auch noch welche ohne Elektrik mit Magneten und die kriegt man sehr, sehr günstig bei eBay. Ich verlinke euch mal diese ganzen Sachen in der Infobox, also in dieser Videobeschreibung und da könnt ihr mal gucken, von diesem Christopipe, von dem ich hier dieses Laufband habe, gibt es eine Magnetversion. Die kostet, wenn man sich die neu kauft, irgendwie 199 Euro, aber die kriegt ihr ganz günstig bei den eBay Kleinanzeigen, so zwischen 40 und 80 Euro. Auch in eurer Gegend ganz bestimmt, weil das ist was, was ich viele Leute kaufen und dann nie benutzen. Und wenn ihr sowas nehmt und dann mit einem Stehtisch das kombiniert, dann habt ihr Bewegung und könnt dann so deutlich mehr Kalorien verbrennen und vor allem auch das Blut in Wallung halten. Ja, weil es gibt einige Studien, die besagen, je mehr man sitzt, desto früher stirbt man. Und ich will halt einfach gesund alt werden und mich ein bisschen mehr bewegen. So, also das war jetzt nur mein Arbeitsplatz. Ich zeige euch nochmal. Ich gehe nochmal runter. Und ich finde das eine ganz gute Lösung. Man kann das sicherlich noch optimieren, aber das soll euch nur ein Anreiz sein, mal zu gucken, ob ihr da nicht auch was in der Richtung machen könnt. Macht's gut, bis bald und tschüss!